Hallo, willkommen zum zweiten Teil der Serie Angewandte Röhrentechnik. Heute geht es um den Bau einer Aussteuerungsanzeige, einer Stereo-Aussteuerungsanzeige mit Hilfe eines magischen Bandes. Ich stelle die EM800 vor. Natürlich kann jedes andere magische Band oder magische Auge benutzt werden. Dies ist jetzt fast schon eine Auftragsarbeit. Und ich werde während des Baus einige Kommentare zu eventuellen Ersatzröhren machen. Also zum Beispiel die EM83 oder die EM84. Es wird natürlich in der Videobeschreibung alle Datenblätter verlinkt sein und natürlich auch der Schaltplan. Weiterhin gibt es in der Videobeschreibung einen Link zu einem WAV-File, welches eine Audiodatei enthält, die ich zur Kalibration benutze. Dann viel Spaß und bitte in die Kommentare Anmerkungen machen, wie es euch gefallen hat. Also viel Spaß! So, nachts sind alle Bären grau. Wir fangen an. Zuerst noch eine kleine Vorbemerkung. Der Line-Out-Ausgang, die wir benutzen für die Anzeige, liefert leider nur 1 Volt Spitze-Spitze. Dieses ist zu wenig, um das magische Band direkt anzusteuern. Wir benötigen also einen Vorverstärker. Und diesen Vorverstärker machen wir, wie der Kanal ja schon heißt, die Grundlagen der Röhrentechnik, und vor allem die angewandte Röhrentechnik. Deshalb machen wir das komplett in Röhrentechnik. Und dazu nutze ich unter anderem die EABC80. Das ist eine Demodulationsdiode, der A-Teil. Der B-Teil ist eine Zweifach-Demodulationsdiode und der C-Teil ist eine Triode. Die EABC80 ist noch sehr gut zu bekommen, da sie Bestandteil fast jedes Radios war. Als Anzeigeröhre wurde mir die EM800 aufgegeben. Die EM800 ist eine sogenannte Thermometeranzeige. Das hat jetzt nichts mit Thermometer zu tun, also das ist der Spitzname, sondern es liegt daran, dass die Anzeige in der Röhre von unten nach oben geht, im Gegensatz zur EM84 zum Beispiel, wo die Anzeige in der Mitte und dann nach oben und unten gleichzeitig ausschlägt, während die EM800 konstant von unten nach oben geht. Der Nachteil ist natürlich, es gibt nur eine Anzeige pro Kanal. Das heißt, wenn ich 2 Kanäle habe, also Stereo, brauche ich natürlich 2-mal die EM800. Die EM800 ist noch eigentlich relativ gut zu bekommen, da sie eine der letzten magischen Bänder war, die entwickelt wurden. Alternativ kann man natürlich auch eine andere Röhre einsetzen, wie zum Beispiel die besagte EM84. Oder man nimmt eine magische Waage. Da wäre zur Auswahl die EM83. Die EM83 wurde vom Funkwerk Erfurt entwickelt und zeigt, wie gesagt, 2 getrennte Signale an. Das ist eine sogenannte magische Waage. Und ein halbes Jahr später gab es eine Konkurrenz, nämlich die EMM801 von Telefunken. Die Bilder im Betrieb sind auf der Webseite verlinkt. Moment, jetzt brauche ich 3 Hände. Die EMM801 hat aber den Nachteil, dass das Leuchtbild etwas schief ist im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist, wie gesagt, der Klon der EM83 und ehrlich gesagt, die EM83 hat nicht nur ein besseres Bild, sondern sie funktioniert auch besser. Also die EMM801 von Telefunken war so ein bisschen, ja, hätte man sich sparen können.
Ansonsten, das ist der Schaltplan und die Bauteile, die wir brauchen. Der Plan ist, wie gesagt, zweigeteilt in den linken Teil und den rechten Teil. Das heißt, es wird eigentlich nur einmal aufgebaut. Das muss pro Kanal nur einmal aufgebaut werden. Wer natürlich eine Steuerungsanzeige haben möchte für nur einen Kanal oder für ein Signal, reicht natürlich nur eins aufzubauen. Die Schaltung selbst arbeitet von 200 bis 250 Volt. Wer kein vernünftiges Netzteil hat, kann den anderen Teil vorne dran sich anschauen. Da geht es um den Bau einer stabilisierten Spannungsversorgung. Und ansonsten werde ich, wie gesagt, beim Bau noch einige Kommentare machen. Und würde ich sagen, wir fangen an. So, ich benutze wieder mein Testboard und ich brauche unter anderem die Betriebsspannung. In diesem Fall brauche ich 200 bis 250 Volt. Ich brauche die Heizspannung für die Röhren. Und als Premiere, ich brauche natürlich die RCA-Anschlüsse für den Eingang der Signale. Ich nehme jetzt meinen Laptop als Quelle. Ich habe ein kleines Wave vorbereitet zur Kalibration. Dies ist auch auf der Webseite verlinkt, also beziehungsweise auch in der Videobeschreibung. So, neuer Tag, neues Glück. Ich habe bereits einige Änderungen gemacht. Zum einen, ich nutze, wie gesagt, jetzt mein stationäres Netzteil, da ich ja mein Testboard gerade anderswertig benutze. Das ist eine sogenannte Netzeinheit von Wandel und Goltermann. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Ja, dieses Netzteil liefert von 0 bis 300 Volt eine fein einstellbare Netzspannung sowie von 0 bis minus 100 Volt eine negative Hilfsspannung stabilisiert sowie die nötigen Röhrenheizungen. Mein Netzteil liefert nur 300 Volt stabilisiert und 600 Volt. Das ist in diesem Fall etwas zu hoch, da ja die Spannung von 200 Volt bis 250 Volt einsetzbar sein soll. Deshalb nutze ich, wie gesagt, das andere Netzteil. Die zweite Änderung ist, ich habe mein Testboard umkonfiguriert auf Steckbetrieb. Da ich ja jetzt eine Schaltung benutze mit relativ geringen Stromaufnahme und eine Spannung unter 250 Volt, kann ich das wie gesagt stecken. Das ist übersichtlicher als das Löten. Das Einzige, was gelötet wurde, sind die Sockel der Röhren und die Eingänge für die verschiedenen Spannungen und Hilfssignale. Und es gab bereits eine Änderung im Schaltplan. Diese sind, wie gesagt, wenn das Video veröffentlicht wird, natürlich in der finalen Variante auf der Webseite zum Download. In der Videobeschreibung sind alle Links. Und auf los geht's los. So, noch eine Anmerkung. Da wir gerade von geänderten Schaltplänen reden, kann ich auch gleich den dritten Teil ankündigen. Und zwar der dritte Teil ist auch fast schon wieder eine Auftragsarbeit. Und zwar, es geht darum, wie berechne ich den Kathodenwiderstand, beziehungsweise was für einen Sinn hat der Kathodenwiderstand und wie kann man aus der Kennlinie einer Röhre, beziehungsweise einer Triode sagen, welchen Verstärkungsfaktor möchte ich
und wie finde ich den richtigen Arbeitspunkt. Dies wird bereits dann Gegenstand des dritten Teils werden. Und jetzt ist genug gelabert, jetzt fangen wir mal richtig an. So, weiter geht's. Ich habe jetzt das besagte Steckboard aufgebaut, zur Hälfte. Dieses Board wird jetzt die EABC80 beherbergen, beide, und die Audio-Vorverstärkung machen. Die gelben Klemmen führen das NF-Signal vom Line-Out. Schwarz und Rot natürlich die positive Betriebsspannung. Die kommen direkt aus meinem Board. Und die kommen wiederum direkt aus besagtem Netzteil. Die beiden linken Fassungen sind für die EABC80. Die beiden rechten Fassungen sind für die EM800. Die Fassungen sind auch bereits ein bisschen gedreht, dass bei der EM800 die Anzeige nach vorne zeigt. Und das sind die besagten Steckkabel. Die weiße Unterlage dient nur dazu, dass der Weißabgleich mit der Kamera funktioniert, weil die Kupferfläche das Bild sehr hässlich rot-orange färbt. So, der Vorverstärkerteil ist fertig. Das Ganze sieht mit moderneren Bauteilen jetzt sehr viel kleiner und übersichtlicher aus. Aber es gibt auch Oldschool-Bauteile, keine Angst. Der Vorverstärker wird, wie gesagt, mit Hilfe einer sogenannten EABC80 realisiert. Die EABC80 ist eine Röhre mit insgesamt vier Systemen. Das A-System ist eine Demodulationsdiode mit separater Kathode. Der B-Teil ist eine Demodulationsdiode mit zwei Anoden und einer gemeinsamen Kathode. Und der C-Teil ist eine Triode. Diese Röhre ist relativ einfach zu beschaffen, da sie in sehr vielen Rundfunkgeräten enthalten war. Wir nutzen, wie gesagt, den Vorverstärkerteil, also die Triode, für das Signal groß zu ziehen. Insofern wird es hier keine Hi-Fi-Qualität erwartet, wird auch nicht geliefert. Wobei die EABC80, der Triodenteil, ist dasselbe System wie die ECC83. So sieht das Ganze im Schaltplan aus. Ich erkläre jetzt nur einen Kanal. Der zweite Kanal ist identisch aufgebaut. Es gibt den Eingang, der ist mit der geschirmten RCA-Buchse. Der Schirm liegt auf der Masse. Das Signal geht über einen Kondensator, in diesem Fall 100 NF. Der Kondensator ist dafür da, dass die Gleichspannungsanteile eliminiert werden. An dieser Stelle reicht ein Kondensator mit 60 Volt Spannungsfestigkeit, da, wie gesagt, der Level für das RCA-Signal nur maximal 1 Volt pp ist. Das Signal wird über einen 1 Megaohm Widerstand zur Masse gelegt und das andere Ende geht direkt auf das Steuergitter. Als Kathodenwiderstand ist ein 2,2 Kiloohm Widerstand eingeschaltet. Der liegt ebenfalls auf dem 0 Volt Potenzial. Wie dieser Widerstand genau berechnet wird, erkläre ich im dritten Teil. Die Kurzfassung: Mit Hilfe des Kathodenwiderstandes wird die Kathode etwas höher gelegt vom Potenzial, weil am Widerstand Spannung abfällt. Das hat zur Folge, dass gegenüber der Kathode das Steuergitter jetzt negativer wird, weil das Steuergitter wird moduliert vom Nullpotenzial aus, was jetzt aus Sicht der Kathode negativ ist.
Insofern hat immer das Steuergitter ein negatives Grundpotenzial. Und normale Verstärkerröhren brauchen ein negatives Potenzial am Steuergitter. Die Anode ist mit einem 100 Kiloohm Widerstand zum Pluspol gelegt, also der positiven Betriebsspannung. Wie gesagt, die Spannung kann operieren im Bereich von 200 bis 250 Volt. Wer kein vernünftiges Netzteil hat, kann, wie gesagt, auf den ersten Teil zurückgreifen. Dort wird beschrieben, wie eine stabilisierte Spannungsversorgung gebaut wird. So, jetzt gucken wir das Ganze mal an in der Praxis. Ich habe jetzt meinen Signalgenerator benutzt, um ein Sinussignal zu erzeugen, nämlich mit einer Frequenz von einem Kilohertz und einer Amplitude von einem Volt, also 1 Volt PP, Peak to Peak. Das liegt jetzt am Eingang der Schaltung, also an dieser Position. Moment, wo ist immer? An dieser Position. Und ich lege jetzt das Oszilloskop auf diese Position, also der Ausgang der Anode. So, wenn ich jetzt das Netzteil einschalte, dauert es jetzt ein paar Sekunden, bis die Röhre heizt natürlich. Und ich muss jetzt die Empfindlichkeit vom Oszilloskop ein bisschen hochschalten, weil das ist ja das verstärkte Signal. Das hat ungefähr 20 Volt pp. Also ein Kästchen ist jetzt 10 Volt. Ist ein bisschen mehr als 20 Volt. Ich sage jetzt mal ungefähr 22 Volt, ohne es jetzt auszumessen. Und diese Spannung geht jetzt in den Demodulationsteil. Wieder über einen Kondensator, um wieder die Gleichspannungsanteile wieder rauszunehmen. Weil wenn man genau hinschaut, gibt es einen leichten Drift nach unten. Also es gibt eine Gleichspannungskomponente. Und der zweite Kondensator eliminiert diese Komponente. Der wird ebenfalls über einen 330 Kiloohm Widerstand gelegt auf das Kathodenpotenzial. Also nicht auf 0 Volt, sondern auf das Kathodenpotenzial. Das hat zum Hintergrund, dass der nachfolgende Demodulationsvorgang, der auf demselben Kathodenpotenzial liegt, jetzt das richtige 0 Volt Potenzial hat. Es ist immer zu beachten, bei Röhren gilt immer das Kathodenpotenzial als absolute Referenz für alles. Alles, was gemacht wird, ist immer relativ zum Kathodenpotenzial. Und das gucken wir uns gleich mal an. So, der Demodulationsteil ist jetzt auch fertig. Das Steckbrett füllt sich so langsam. Zur Erinnerung, das ist die Kurve im Original. Und wenn ich jetzt umstecke in den Demodulationsteil, entsprechend mal gut, man sollte richtig stecken, dann funktioniert es auch. Und da sieht man, dass die obere Hälfte des Signals fehlt, weil jetzt nur noch die negativen Spannungsteile durchkommen. Über die Putties kann ich, wie gesagt, die Amplitude noch ändern. So,
Wie funktioniert der Demodulator? Dort waren wir vorhin. Das Signal aus der Anode geht über einen 100-NF-Kondensator. Der muss diesmal eine Spannungsfestigkeit von mindestens 250 Volt haben. Ich nehme einen 400-Volt-Kondensator. Das sind die roten. Der 330 Kiloohm Widerstand geht wie gesagt zur Kathode und eliminiert damit die Gleichspannungsanteile. Und dieser Teil geht jetzt zum einen zur Anode des B-Teils. Das ist die Demodulationsdiode, die auf demselben Kathodenpotenzial liegt wie die Triode. Das ist der Stift 7. Und dieser Teil eliminiert, also frisst den positiven Spannungsteil. Weiter geht's zur Kathode des A-Teils. Das ist eine getrennte Demodulationsdiode mit separierter Kathode. Und diese lässt jetzt nur den negativen Spannungsteil durch. Das ist dann die Anode aus Pin 2. Und diese geht jetzt über den 1 Megaohm Widerstand zu 0 Volt und ich kann hiermit den Pegel nochmal abändern, also von dem Ausgangspegel der Demodulationsdiode bis 0 Volt runter. Und was jetzt noch fehlt, ist die Anzeigeröhre. Und da kommen wir jetzt zu. Die Anzeigeröhre selber werde ich auf dem zweiten Board bauen. Ein erster außerplanmäßiger Test. Die magischen Bänder sind unterschiedlich. Das liegt daran, dass die linke EABC80 anscheinend schwächer ist als die rechte. Ich werde jetzt zwei Röhren suchen, die die gleichen Emissionen haben. So, die zweite EABC80 verstärkt besser. Und das Ganze funktioniert. Dank der Content-ID kann ich die Musik nicht laut abspielen, aber als es übersteuert jetzt ein bisschen. So, aber trotzdem, wie funktioniert der Zauber? Ich habe jetzt im Prinzip nur noch die Spannungsversorgung für die magischen Augen, Entschuldigung, die magischen Bänder hinzugefügt. Im Schaltplan sieht das Ganze so aus. Der Ausgang des 1 Megaohm Potis, mit dem ich die Potenziale noch etwas abgrenzen kann. Gehen über einen Kondensator. Dieser kann haben 50 bis 500 Nanofarad. Das sind diese Kondensatoren. Sinn dieses Kondensators ist, dass das Band etwas stabiler ist. Je kleiner der Kondensator ist, umso schneller und in Echtzeit reagiert das Band. Wenn man einen maximalen Pegel längere Zeit sehen will, muss man eine etwas höhere Kapazität wählen. Das muss jeder selbst experimentieren. Ansonsten gibt es im Prinzip keine große Magie mehr. Das Signal geht direkt in das Gitter. Das ist das Gitter der Triode innerhalb der EM800. Alle Pin-Belegungen, die ich jetzt hier nenne, sind für die EM800 gedacht. Das Gitter ist auf Stift 1.
Die Kathode ist auf Stift 3. Es gibt keinen Vorwiderstand für die Kathode. Die Kathode ist direkt auf dem 0-Volt-Potenzial. Die Anode sowie der Steuersteg, Anode ist Pin 9 und der Steuersteg ist Pin 7, die werden über einen 470 Kiloohm Widerstand zur Strombegrenzung ans positive Potenzial angeschlossen und nur die Anode geht direkt ans positive Potenzial. Das ist auf Pin Nummer 6. Jetzt muss noch ein bisschen kalibriert werden. Was heißt kalibriert? Ein bisschen Einstellungsmöglichkeiten. Wer keinen Signalgenerator besitzt, für den habe ich halt einen Wave-File vorbereitet, dass diese Arbeit ein bisschen abnimmt. Und da kommen wir jetzt gleich dazu. Diese Wave-Datei ist in den Download-Links verlinkt. Und wenn ich sie abspiele, wird für 30 Sekunden ein Dauerton erzeugt, nämlich mit 1 kHz Frequenz bei maximaler Amplitude. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, mit den beiden Potentiometern die Bänder so einzustellen, dass der Ausschlag des Bandes auf maximal ist. Und damit habe ich eine grobe Kalibration erreicht und nach 30 Sekunden wird der rechte Kanal auf 0 geschaltet und der linke Kanal mit ungefähr 65% bei 500 Hertz. Und nach 15 Sekunden wechselt es, dass der linke Kanal abgeschaltet wird und der rechte Kanal ebenfalls mit 15 Sekunden bei 500 Hertz befeuert wird mit ungefähr im Hintergrund. Zu beachten ist auch, dass die beiden die ERBC80 immer noch etwas asymmetrisch sind. Also wenn man das nachbaut, bitte darauf achten, dass die Röhren dieselben Emissionen haben, weil sonst die Augen halt schielen, sagen wir es mal so. Um das Ganze jetzt noch abzurunden, werde ich jetzt die Schaltung noch umbauen für die EM83. Welches eine Stereoanzeige ist, also eine magische Waage, entwickelt vom Funkwerk Erfurt. Das ist die EM83. Die Röhre ist etwas ungünstig gebaut. Also ich muss um drei Ecken filmen und ich kann leider die Fassungen nicht weit genug drehen. Aber man sieht die Funktion. Im Prinzip kann jede Röhre eingesetzt werden. Das Einzige, was gemacht werden muss, eventuell, ich zittere etwas, weil ich bin jetzt ein Dreifach-Zoom. Was eventuell gemacht werden muss, ist, dass die Verstärkung eventuell etwas erhöht werden muss. Das scheint bei der EM83 der Fall zu sein, weil ich bin jetzt auf maximal schon Ausschlag. Ansonsten, wie gesagt, kann im Prinzip jegliche Form von magischem Auge, magischem Band oder magische Waage eingesetzt werden. So, dieser Schlachtfeld jetzt aus mit der Röhre. Alles ist verschoben. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wie gesagt, im nächsten Teil geht es um die Berechnung der Vorwiderstände und wie man aus dem Datenblatt eine vernünftige Schaltung macht. Danke fürs Zuschauen und bis bald.